Was geht ab, Leute? Ich habe letzte Nacht schon diesen Gedanken gehabt. Das will ich jetzt mit euch teilen. Warum es so wichtig ist, dass man konstant ein Jahr sich vielleicht sogar isoliert und konstant sein Ding durchzieht. Es ist sowas von wichtig, dass du konstant in einem Jahr diese Sache machst. Mindestens mal ein halbes Jahr. Weil in dieser Zeit kann sich dein ganzes Leben verändern. Es ist so wichtig, dass du konstant an deinem Ding da arbeitest. Was auch immer du da gerade dann machst, ist jetzt scheißegal, was du machst. Aber Fakt ist, du musst es konstant machen. Nur so wirst du besser, nur so kommen die Erfolge und nur so wirst du erfolgreich. Weil, guck dir die erfolgreichsten Menschen an. Die sind jeden Tag am Acker. Die nehmen sich keine Pausen. So, die Besten der Besten, die sind die ganze Zeit am Acker. Und wenn du der Beste sein willst, wenn du die Beste werden willst, der Beste werden willst, musst du jeden Tag ackern. Musst du jeden Tag am Grinden sein und gucken, dass du so wenig wie möglich Pausen machst. Es ist so wichtig, dass du konstant an deinen Träumen und Zielen arbeitest. Konstant. Ohne viele Pausen und was weiß ich alles für ein Bullshit. Konstantes Arbeiten, konstantes Ackern an den Träumen und Zielen. Und nur so wirst du wirklich erfolgreich. Weil so viele machen das falsch, die gehen dann hin. Ziehen ein bisschen durch. Ziehen dann ein bisschen durch, machen dann wieder Pause. Dann ziehen die wieder ein bisschen durch, dann machen die wieder Pause. Das ist. Ich nenne das halt immer, du machst zwei Schritte vorwärts, vier Schritte zurück. Also, du bist immer auf der gleichen Stelle. Also das ist das bringt gar nichts. Es bringt gar nichts. So, deswegen, du musst konstant dran arbeiten. Jeden Tag, wo du Pause machst, musst du so denken, es ist ein anderer, der mehr durchzieht als du, der besser wird als du. Das heißt nicht, du sollst dich jetzt vergleichen. Das heißt einfach nur, guck mal, andere arbeiten viel härter als du. Du kannst genauso hart arbeiten. Gib mal mehr Gas. Gib mal mehr Gas. Du kannst genauso gut werden. Noch viel besser. Deswegen. Du musst, das ist alles nur Sache der Perspektive, ob du sagst, oh, das reicht mir jetzt. Okay, so, und eigentlich ist es nicht okay. So, und du lügst dich selbst an oder du sagst, weißt du was? Ich mach das jetzt jeden Tag. Und no matter what, ich zieh das durch. Ich zieh das durch. Egal wie, ich zieh das durch. Das ist ein Unterschied. Das ist ein klarer Unterschied. Deswegen so viele, die sind zu komfortabel, zu einfach, zu schlicht. Ja, wie heißt's? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die sind einfach mit wenig zufrieden, geben sich mit, oder sagen wir so, die geben sich mit wenig zufrieden. Und ich gebe mich nicht mit wenig zufrieden. Ich will viel, weil ich viel verdient habe. Ich will viel im Leben. Und so viele geben sich mit so wenig zufrieden. Deswegen, ich für meinen Teil, ich arbeite jeden Tag. Und ich weiß, was sich alles verändert hat. Ich wollte jetzt einfach euch nur so sagen, es ist sowas von essentiell, dass du beständig, jeden Tag, nonstop arbeitest an dieser Sache, in der du erfolgreich werden willst. Wie gesagt, ich habe gesagt, es ist egal, was du machst, weil ob es jetzt im Sport ist, ob es jetzt im Business ist, auf der Arbeit ist, oder sonst irgendwas, Beziehung oder sonst irgendwas, es ist alles dasselbe. Du musst jeden Tag daran arbeiten. Gut, Beziehung ist vielleicht nochmal so ein bisschen was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Du musst jeden Tag daran arbeiten und nur so wirst du besser. Du musst konstant dranbleiben und nicht so viele Pausen und die ganze Zeit, ja, jetzt habe ich richtig viel gearbeitet und du hast eigentlich nur gerade mal richtig angefangen. So, dieses konstantes Ackern. Ich verstehe nicht, wie so viele damit nicht klarkommen. Was daran so schwer ist, ich verstehe das bis heute nicht.
Den sagst du so, ja, Erfolgsrezept ist, du musst jeden Tag arbeiten daran. Und dann wirst du besser. Und irgendwann merken das Leute. Du kriegst Respekt. Diese Leute kommen auf dich zu, sagen, ey, ich merke, du hast hier Erfahrung. Keine Ahnung, kannst du das und das für mich machen? Oder die kommen dann auf deine Website oder sonst irgendwas. Was auch immer. Aber du musst jeden Tag an dieser Sache arbeiten. Das ist Fakt. Wenn du nur ein paar Mal so an deinen Träumen und Zielen arbeitest, du musst dich nicht wundern, warum du nicht immer besser wirst. Ich hatte so ein Gespräch auch heute noch im Fitnessstudio. Und da habe ich auch gesagt, du musst dich nicht wundern, dann, wenn du nicht besser wirst, wenn du nicht wirklich jeden Tag dran arbeitest oder so viel wie du kannst. So viel wie du kannst. Wenigstens das Mindeste. Wenn du wenigstens mal das Minimum gibst, auch damit wirst du erfolgreich, aber jeden Tag das Mindeste, was du geben kannst. Und dann arbeitest du dich hoch, bis du ans Maximalste. Vielleicht kommst du, wisst ihr, was ich meine? Deswegen einfach mal das Mindeste geben. Das Allermindeste. Jeden Tag ein bisschen. Mit Baby Steps zum Erfolg. Du musst nicht direkt die ganze Welt erobern. Aber mit Baby Steps zum Erfolg. Bisschen. Jeden Tag ein bisschen dran arbeiten. Aber konstant. Jeden verdammten Tag. Ich verstehe das nicht. Wie viele das nicht in den Schädel bekommen. Somit habe ich in allen Dingen immer Erfolg gehabt, weil ich einfach jeden Tag diese Sache gemacht habe. Ich wollte im Sport, wollte ich gut werden, bin ich jeden Tag hingegangen. Mittlerweile brauche ich nicht mehr so jeden Tag herzugehen, weil ich meinen Erfolg da habe. Ich kann alles, was ich kann. Mit zunehmenden Augen, für mich ist es mittlerweile easy peasy, weil ich es jahrelang gemacht habe, jeden Tag. Und nur so kommst du zum Erfolg. Und genau so ist das mit allem. Im Business merke ich es auch so. Bei der Soul Channel merke ich es auch so. Generell, es ist alles dasselbe. Du musst konstant dranbleiben. Konstant, konsequent, jeden Tag. Auch wenn es nur das Mindeste ist, was du geben kannst jeden Tag. Aber das ist so viel wert. So viele verstehen das nicht und sagen dann, ach, ich mach's lieber morgen, wo ich Vollgas geben kann. Gib auch heute das, was du geben kannst. Und morgen kannst du auch trotzdem Vollgas geben. Und nicht, ich mach's morgen und so. Ich muss das auch manchmal noch aus meinem Kopf rausbekommen. Und ich hab's so gut wie schon. Natürlich, ich bin auch nur ein Mensch. Und manchmal gewinnt auch mein Verstand, ja, ich bin auch nur ein Mensch, aber trotzdem, du musst deinen Verstand beherrschen, du musst dich selbst beherrschen, sonst werden außenstehende Dinge oder Gedanken oder Emotionen oder sonst irgendwas dich immer beherrschen. Und das musst du wissen. Damit du deine Träume und Ziele auch erreichen kannst, ist das auch sehr wichtig, dass du Gedanken, Emotionen und alles, was dazugehört, kontrollieren kannst. Das ist sowas von essentiell. Deswegen, vergesst das niemals. Harte Arbeit jeden Tag. Jeden Tag etwas tun, wie ich es auch im letzten Video gesagt habe, zur Confidence, zur Selbstsicherheit oder sowas. Jeden Tag mindestens mal eine schwere Sache tun und du merkst, wie dein Selbstbewusstsein hochgeht. Auf jeden Fall. Und was gibt es dann Schöneres, wenn das dann die Sache ist, die du ja eh liebst, aber sie fällt dir vielleicht schwer, weil das jetzt ein neues Hobby ist oder irgendwie ein neues Business oder irgendwie irgendwas anderes, ja, was weiß ich, irgendwas Neues. Aber ihr wisst, was ich meine. Tu es jeden Tag und somit wirst du ultimativ erfolgreich und wirst ein Überflieger. Jeder, der es dann nur alle 2 Tage, einmal in der Woche macht und sonst irgendwas, so wie viele sind so. Und wundern sich dann, warum sie immer auf demselben Level bleiben. Ich habe das immer wieder gesehen und ich habe mir gedacht, warum checken die das nicht? Dass du einfach jeden Tag hingehen musst, um besser zu werden, sonst wirst du immer gleich bleiben. Wenn du jetzt nur einmal in der Woche ins Gym gehst, wirst du deine Figur so haben oder sowas, wirst aber nicht wirklich besser. Aber wenn du wirklich nach Plan gehst und sowas, dann wirst du besser. Und so ist es immer im Leben. Den Plan
Verfolg diesen Plan, jeden Tag, konsequent. Erfolg. Boom. Leute, ich wünsche euch auf diesem Weg nur das Beste. Nur das Beste. Nicht jetzt irgendwie dann lange Pausen machen. Natürlich, Pausen sind wichtig. Nicht falsch verstehen. Pausen sind super wichtig. Gönnt euch die Pausen, die ihr braucht, aber nicht unnötig lange und unnötig viel. Einfach so viel, wie du brauchst. Das ist ja normal, ja, aber viele missverstehen das. Die gönnen sich dann eine komplette Auszeit. Ja, ziehen mal 2 Wochen durch, dann wieder 1 Monat Pause. Ey, wunder dich nicht, dass du immer wieder von neu starten musst und nicht mal irgendwie jetzt weitergekommen bist. Wunder dich nicht. Deswegen, so viele fragen mich oder fragen sich selbst oder fragen wen auch immer, wie wird man erfolgreich? Wie wird man erfolgreich? Ey, nur wenn du jeden Tag diese Sache machst, in der du erfolgreich werden willst. Nur so wirst du erfolgreich. Das weiß jeder erfolgreiche Mensch. Du musst es jeden Tag machen, on repeat, on repeat, auch wenn du gar keinen Bock drauf hast. Auch wenn du denkst, das packe ich heute nicht und sonst irgendeinen Scheiß. Du musst es trotzdem tun, jeden Tag und nur so wirst du besser. Ihr habt vielleicht das Video gesehen mit den Kicks und was weiß ich alles, dieses Workout-Video. Das kann ich auch nur, weil ich jeden Tag dran gearbeitet habe. Hier ist Musik und sowas, habe ich auch eine Zeit lang jetzt auch jeden Tag dran gearbeitet. Aber das muss ich nicht so unbedingt machen, weil ich das eh jeden Tag so mache. Ich singe vor mich her, ich rap vor mich her, ich mache immer irgendwas. So, deswegen, ich will einfach nur jetzt die Message rausgeben. Du musst jeden Tag diese Sache machen, in der du besser werden willst. Und nur so wirst du besser und nur so wirst du erfolgreich und nur so kommst du an den Punkt, an dem du kommen willst. Denn tief drin weißt du ja, warum du das tun willst. Deswegen geh jetzt endlich deinen Weg, dass du genau dahin kommst, wo du hinkommen willst, dass du deinen Erfolg endlich bekommst, den du verdienst. Aber arbeite jetzt endlich mal auch hart dafür. Und hab nicht so viele scheiß Ausreden, nicht mehr so viel, oh ja, und ich habe jetzt schon hart gearbeitet und jetzt muss ich mir mal erstmal 2 Wochen Pause gönnen. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Paar Tage, 2 Tage, 3 Tage, okay. Aber 2 Wochen Pause. Wovon brauchst du 2 Wochen Pause? Das denke ich mir dann manchmal, wenn ich von früher manchmal irgendwelche Freunde oder sonst irgendwas. Oder sonst irgendwelche im Training oder man spricht mit jemandem irgendwie im Gym oder was weiß ich. Ja, ihr wisst, was ich meine, so mit Freunden und was weiß ich alles. So, ja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, so ich habe jetzt brutal durchgezogen. Ich habe mir immer gedacht, ja, jetzt geht's doch gerade mal weiter. Du hast jetzt brutal durchgezogen. Du weißt doch jetzt, wie es ist, zu grinden. Es muss doch jetzt weitergehen, oder nicht? Und das ist, denke ich, mein Problem. Warum ich mit so wenigen Leuten klarkomme, ich will immer weitergehen. Und viele wollen lieber stehen bleiben, weil sie ja denken, oh, ich habe ja schon genug gemacht. Nicht um jetzt jemanden fertig zu machen oder so, aber leider sind halt viele so. Und ich diskriminiere hier keinen oder mache keinen fertig. Wenn du da bleiben willst, wo du bist, ist okay, aber verurteile mich nicht, weil ich mehr will, weil ich merke dann jedes Mal, ich gebe dann mehr Gas und dann werden die neidisch und dann sagen die dies und dann machen die das und dann fangen die an mit ihren kindischen Spielchen. Deswegen, Bottomline ist, konzentriert euch auf euch, macht euer Ding, zieht eure Sache jeden Tag konsequent durch, auch wenn ihr gar keinen Bock habt, auch wenn ihr gar keinen Kopf dafür habt, auch wenn ihr denkt, ihr schafft das heute nicht oder sonst auch irgendwas, auch wenn das nur die mindeste Arbeit ist, die du jetzt gerade da machst dafür, für deinen Traum, für dein Ziel, mach es jeden Tag. Konstant. Deswegen, Leute, für ein persönliches Telefongespräch mit mir, Telefonat, könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung oder in der Kanalbeschreibung gucken. Dort sind alle meine Daten hinterlegt, wie ihr mich kontaktieren könnt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder sonst irgendwas oder weil euch irgendwas unklar ist und ihr irgendwelche Fragen habt.
Können wir gerne ein persönliches Coaching machen. Biete ich euch sehr gerne an. Halt für alle, die es mal brauchen oder sowas. Ja. Deswegen, ich hatte einfach diesen Gedanken. Wollte das mit euch teilen. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall sehr gefallen. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich weiß selbst, wie es ist, wenn ich mal länger Pause nehme, wie unnötig das ist. Dann denke ich mir so, 2, 3 Tage. 2 Tage ist schon mega Luxus. 3 Tage ist über mega Luxus für mich. So 2 Wochen Pause. Manchmal, so, ich weiß nicht. Ja, 2 Wochen mache ich nicht, aber mal, wo ich eine Woche vielleicht mich nicht so auf irgendwas konzentriere, was ich normalerweise immer mache und sowas, dann merke ich aber jedes Mal, ey, so wird das nichts. Ich trete mir dann immer wieder in den Arsch. Du musst dir halt immer wieder, das ist immer so, kleines Tool jetzt, kleines Bonus jetzt am Rande, immer wieder, wenn du aus der Bahn kommst, du musst dir selbst in den Arsch treten, damit du wieder zurück in die Bahn kommst. Ich bin auch nur ein Mensch, ich komme auch aus der Bahn raus, aber es ist wichtig, wie schnell kommst du immer wieder in die Bahn rein. Das ist das Allerwichtigste. Aus der Bahn kommen ist nicht schlimm, aber wieder in die Bahn reinkommen, das ist super wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Und bei mir ist es so, ich komme immer wieder schnell rein. So, ich kann auch 1, 2 Wochen, ich mache eigentlich nie 2 Wochen, aber manchmal so mal eine ganze Woche Pause, so mache ich manchmal schon, ganz selten mal, aber selbst da merke ich schon, ey, eine ganze Woche ist schon übertrieben. Deswegen, ich kann euch so empfehlen, 2, 3 Tage, wenn ihr mal wirklich übermäßig strapaziert seid oder sonst was. Und ihr habt wirklich, wirklich jetzt hart gearbeitet. Und ihr wisst, ihr habt hart gearbeitet. Dann, ja, okay, 2, 3 Tage, das Max, das reicht. Und dann gibst du wieder Vollgas. Weil es ist wichtig, dass du wieder schnell zurück in die Spur kommst. Denn wie gesagt, jemand anderes da draußen ist jeden Tag am Acker und wird immer besser und besser und besser. Und du bist hier und bleibst gleich. Das heißt, wir sind alles Menschen, aber es gibt einfach Menschen, die mehr Potenzial aus sich rausnehmen als du. Mich motiviert das, zu wissen, dass es Menschen gibt, die holen viel mehr Potenzial aus sich raus. Und wir haben die gleiche Kapazität, wir haben das gleiche Vermögen oder wie heißt es, die gleichen Fähigkeiten und sowas, das gleiche Können und so. Wir sind auch alles Menschen und sowas. Aber es gibt einfach hungrigere Menschen. Und das motiviert mich, das zu wissen. Ich mache mir das als so eine Messlatte, so als Motivationsschub, nenn es wie du es willst. Mich motiviert das, zu wissen, ey, ich kann jetzt nicht schlafen oder stehen bleiben oder chillen oder sonst irgendwas oder aufgeben, weil da draußen ist jemand, der wird immer besser, der grindet hart. Also, ich darf mir auch keine Ausreden ausdenken. Weil, wenn der das kann, kann ich das doch auch. Also, beispielsweise, das ist, wie du deinen Verstand austrickst. Wie ich gesagt habe, es ist wichtig, seinen Verstand zu kontrollieren und immer wieder zurück in die Spur zu finden. Es ist super wichtig, merkt euch das. In diesem Sinne, wir sehen uns in den nächsten Videos. Peace.